Hallihallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen hier zurück auf der Gemeinderade hier im LS19. Jo, wie ihr seht, die Hallen sind da. Also, ich habe nochmal ein neues Savegame gestartet. Ich hab's geschafft. Ich konnte mein Wort halten. Ich habe das Savegame nochmal neu gestartet. Und ja, habe alles so platziert, wie es war. Also, es hat sich eigentlich nicht viel verändert. Ich habe nur ein, zwei andere Geräte mit reingenommen. Ich habe einen neuen Ballenwagen mit reingenommen. Diesen hier, den habe ich nochmal getauscht. Der gefiel mir irgendwie ein bisschen besser, weil er auch optisch, glaube ich, ein bisschen kürzer ist als der andere, den wir hatten. Dann hatten wir ja schon einen Bergmann-Ladewagen. Den habe ich jetzt noch nicht mit reingenommen. Und irgendwas war, glaube ich, noch neu. Aber das weiß ich jetzt gerade nicht mehr so. Ja, weiß ich nicht. Irgendwas war noch neu. Aber, ja. Ich habe es auch ein bisschen anders platziert jetzt, ne? Klar, durch die Hallen und so. Aber die Ballen sind auch alle da. Also es ist nichts verschwunden gegangen. Die Wiese hinten ist auch noch gemäht, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Also es ist eigentlich alles, wie es geblieben ist. Ja. Ach so, ja, genau. Das Einzige, was jetzt noch anders ist, oder... Ja, oder... Naja, ich musste ja durch dieses Safe Game... Neustart, musste ich ja die Felder wieder kaufen. Ja, hier sind jetzt wieder Sojabohnen drauf, ne? Das ist natürlich ein bisschen blöd, dass wir die jetzt nochmal ernten müssen. Das Gute ist aber, die sind aktuell zu 100% gedüngt und ich glaube auch noch nicht mit Unkraut. Mit Unkraut. Also da ist kein Unkraut drauf. Sieht alles schick aus und ich weiß gar nicht, können wir die schon ernten? Ja, die wären sogar schon erntereif, aber ja, um jetzt nicht gleich wieder zu ernten, machen wir erstmal, glaube ich, da weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Also es ist ja eigentlich nichts anderes, außer dass wir die Hallen dazu gekriegt haben. Wir sind stehen geblieben beim Schwaden hinten. Ich habe mir jetzt überlegt, dass wir eventuell die Wiese hier auch nochmal mähen, dass wir dann aus zwei Feldern Silageballen kriegen. Oder reicht erstmal eins? Ich weiß nicht. Naja, wir lassen erstmal das eine. Genau. Ignoriert das. Ich habe was Dummes gesagt. Die Trecker stehen jetzt hier vorne drin. Die habe ich hier vorne reingestellt. Naja, hier steht, glaube ich, jetzt gar nichts drin. Nee. Naja, ist jetzt alles halt so ein bisschen anders verteilt, ne? Oder aufgeteilt. Aber ich denke, das sollte nicht weiter dramatisch sein. Hatten wir uns letzte Folge noch die Ballenpresse gemietet? Ich weiß gar nicht. Wir haben jetzt auch 4000 Euro weniger, was ich aber nicht schlimm finde. Dadurch, dass die Felder ja jetzt zum Neustart quasi fertig sind. Also ich brauche da nichts mehr dran machen und sogar schon zu 100% gedüngt sind. Ja, haben wir dadurch ja eher einen kleinen Vorteil. Ne? Deswegen, mein Gott, die 4000 Euro, da kriegt kein Haar nach. Das ist dann halt so. Wir kriegen das ja sehr schnell wieder rein. Wir werden uns dann, da wir ja die beiden, da wir die beiden Felder ja dann ja demnächst schon ernten können und wir soweit alles zusammen haben für unsere Kühe, werden wir auf jeden Fall, ja, mal gucken, nächste, übernächste Folge Kühe holen, dass wir die dann auch schon da haben, dass die einziehen können, weil da freue ich mich schon wirklich drauf. Wir wollten jetzt erstmal eine Ballenpresse mieten. Ich glaube, wir hatten die genommen, ne? Also ich weiß gar, also ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so ganz dran erinnern, weil das ist jetzt ein bisschen später aufgenommen hier. Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Deswegen werden wir uns einfach mal die Kuhn mieten, dass wir hier schöne Rundballen haben. Eine Folie. Folie ist eigentlich egal, ne? Schwarz. Ja, wir machen schwarz. Mieten wir uns das ganze Ding. Und werden dann mal ein paar Silageballen pressen hinten. Dann können wir die abfahren und ja, dann haben wir Silageballen und können uns dann, ja, wie gesagt, nachher Kühe kaufen. Und wenn wir das fertig haben, dann werden wir uns mal wieder um die Felder kümmern, dass wir die geerntet kriegen. Ich weiß gar nicht, was jetzt mit Feld 48 war. Da war, glaube ich, auch wieder Hafer drauf, ne? Aber das ist noch nicht erntereif. Das passt. Das ist soweit okay. Gut. Ja. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass dort jetzt eine andere Fruchtfolge drauf ist. Aber... Naja, so täuscht man sich, ne? Wäre natürlich dann ein bisschen abwechslungsreicher gewesen, das Ganze. Wenn wir jetzt nicht schon wieder Sojabohnen hätten ernten müssen.
Aber gut, ich glaube, da stehen wir auch drüber. Das sollte nicht groß das Problem sein. Ich glaube, der Preis, warte mal, ich muss mal noch mal kurz gucken. Der Preis, Sojabohnen. Ja, gut, fällt aber auch gerade ein bisschen. Na gut. Ja, müssen wir dann mal sehen, wenn es denn soweit ist. Vielleicht verkaufen wir das dann auch erst am nächsten Tag. Ne, wir müssen ja hier raus. Stimmt, wir müssen ja da hinten hin. Ich war gerade hier vorne. Hätte ich gleich da vorne rumfahren können, aber nun ist egal. Ja, das Umbauen, also das Neustarten, das hat auch eigentlich, muss ich ehrlich sagen, gar nicht so lange gedauert. Ich hätte wirklich gedacht, dass es viel, viel länger dauert. Aber das ging relativ schnell. Also ich muss sagen, ich war, glaube ich, in der Dreiviertelstunde ungefähr durch. Ja, kann man so fast sagen. Also klar, ist zwar auch lange, aber ich fand es verhältnismäßig kurz. Zeit ist schnell geflogen. Verflogen, geflogen. Naja, sie ist auf jeden Fall vergangen. So, wir müssen hier vorne rein. Ja, und jetzt bin ich auch ehrlich gesagt selber ein bisschen zufriedener. Oder was, ja, was heißt ein bisschen? Ich bin echt zufriedener, weil jetzt ist es dann halt auch komplett. Ich fand es halt nur echt schade, dass man die Hallen nicht noch nachträglich reinbauen konnte. Also während eines bestehenden Spielstandes. Ist natürlich ein bisschen schade, aber na gut. Jetzt haben wir es gemacht. Jetzt bin ich dann auch glücklich. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier reinkommen. Ja. So, dann werden wir den mal so machen. Achso, ausklappen. Dann werden wir so machen. Dann werden wir einmal kurz hier vorne stehen bleiben müssen. Um das Tor einmal zuzumachen, weil sonst kommen wir hier nachher nicht dran vorbei. Ah, hier düngen können wir dann auch nachher. Das passt auch. Also Arbeit ist, glaube ich, erstmal genug da. Die wird uns erstmal nicht ausgehen. Da wir ja jetzt auch die Felder nochmal ernten müssen. Ich weiß gar nicht. Düngen müssen wir Feld 48, glaube ich, auch nochmal. Da, wo der Hafer drauf ist. Aber das werden wir schon alle schaufeln. Bin ich ja mal gespannt, wie viel wir hier runterkriegen, weil ich glaube, hier war nicht voll gedüngt, ne? Glaube nicht. Innenansicht. Gucken, ob wir das hinkriegen, weil ich komme immer so ein bisschen durcheinander mit dem Auswerfen der Ballen und ob er schon fertig gewickelt hat oder nicht. Und naja, gucken mal. Noch wickelt er. Man sieht das ein bisschen im Außenspiegel. Ich glaube, jetzt müsste er so ziemlich fertig sein. Lassen wir den schon mal runter. Das passt. Ja, ich sag mal so, wenn wir hier erstmal. Ich weiß nicht, ein Ball hat ja 10.000 Liter. 10.000. 10.000 wäre geil. 4.000 Liter. Wenn wir da so 10 Stück erstmal runterkriegen, dann haben wir 40.000 Liter. Wäre doch okay. Das würde ja auch erstmal reichen. Das ist halt schwierig immer abzupeilen, wann man stehen bleiben muss, ne? Haben wir jetzt drei, ne? Ja. Gut. Das interessiert mich jetzt mal. Inwiefern das schon. Ach so, ist auch schon voll gedüngt. Dann brauchen wir da ja auch nichts mehr machen. Müssen wir ja eigentlich nur noch unsere Wiese nachher düngen. Okay. Naja, gut. Ja, dann machen wir das so, ne?
wenn wir nachher noch die Wiese düngen, aber erst wenn wir das hier runter haben, also die Ballen runtergefahren haben, dann düngen wir das einmal und dann können wir uns ans Dreschen wenden. Wie gesagt, das werden wir ja wahrscheinlich heute auch noch so schaffen, das Dreschen. Ist ja noch nicht allzu spät am Tag, das ist ja das Gute. Wiese gefällt mir hier, also ist echt eine schöne Wiese. Ist jetzt nicht zu klein, aber ja, also passt von der Größe her. Finde die wirklich gut für uns. Der rollt doch jetzt wieder runter, ne? Ja, den habe ich doof abgesetzt. Weil man hätte auch zwei nebeneinander packen können, aber nö. Ich pull mir die lieber ein bisschen zusammen. So, wie fahren wir jetzt am dümmsten? Ja, nehmen wir hier erst die innere Bahn, ne? Ich hatte ja mal so eine ganz doofe Idee, also als ich den Hof neu gemacht habe. Wie wäre es denn, wenn wir uns vielleicht mal so ein ZT mit draufnehmen, der dann halt so Arbeiten macht wie Getreide abfahren, Wasser für die Kühe, was fällt mir noch spontan ein, Heu wenden. Das wäre doch so, weiß nicht, würde ich an sich glaube ich gar nicht so schlecht finden. Der ist auch relativ günstig. Oder halt so ein 500er Fendt noch, ne? Die waren auch ganz geil. Aber ein Fendt haben wir ja schon. So, wo sind wir jetzt hier? Hier. Der ist schon fertig gewickelt. Dann fahren wir erst hier unten bei der kurzen Bahn. Ich weiß nicht, ich finde, ja, passt auch zu der Karte. Also ist jetzt so mein Empfinden. Ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet. Aber persönlich würde ich jetzt sagen, ja, könnte man nehmen. Wir haben ja jetzt einen großen hier, den John Deere. Also ich will hier auch nicht mit allzu großen Geräten drauf spielen. Ich weiß nicht. Also wir können uns das ja mal durch den Kopf gehen lassen. Soll ja auch nicht heute eine Entscheidung fällt werden oder morgen, aber ja, so in den nächsten 10 Folgen könnte man da vielleicht schon mal drüber nachdenken. So, 2 Bahnen noch, ne? Ach nee, da oben ist ja auch noch ein bisschen was, genau. Aber dann haben wir ja hier, ja, so an die 10 Ballen kommen wir wohl ran, ne? Weiß nicht, können ja gleich mal zählen hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich weiß nicht, ob da im Schatten noch einer steht. 9 auf jeden Fall. Das ist der 10. dann hier. Ja. Ja, dann reicht das auch mit der einen Wiese erstmal. Weiß nicht, ob da unten noch einer steht im Schatten, aber ich glaube nicht, ne? Wenn wir so hier unsere 12, 13 Ballen runterkriegen, doch top, dann reicht das. Dann brauchen wir die andere Wiese erstmal doch nicht mähen. So, dann fahren wir noch fix hier oben hoch. Dass wir das vielleicht in dieser Folge noch abgeschlossen kriegen.
Ja gut, einen Ball kriegen wir noch raus, ne? Dann ist vorbei. Brauchen wir auch eigentlich nicht weiter. Na, wir pressen es. Ja, wir pressen es aus. Ja, anstandshalber pressen wir es zu Ende. So. Gut. Dann haben wir das abgeschlossen. Wir sind nämlich aber auch schon wieder fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne beim nächsten Mal vorbei. Würde ich mich wirklich sehr darüber freuen. Lasst auch gerne ein Abo da. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.